gefühlt alle Leute sind scharf auf animierte Overlays und Hintergründe. Verstehe ich total und deshalb gucken wir uns heute eine Möglichkeit an, wie ihr kostenlos ein paar Hintergründe in eurem Stream einbinden könnt. Gleich vorab, bedenkt bitte, dass ihr in der Regel bei Twitch eine Bitrate von etwa 6000 kbps benutzt. Das bedeutet, dass je mehr Bewegung in dem Bild zu sehen ist, desto verpixelter und verwaschener wird das Bild insgesamt. Bei animierten Hintergründen und Overlays ist es so, dass ihr permanent an diesen Stellen Bewegung habt und wenn dann noch ein Shooter gespielt wird, kann das unter Umständen dazu führen, dass es halt scheiße aussieht. Wenn euch das klar ist und das Endergebnis nicht ganz so wichtig ist oder es nur für eine Just-Chatting-Szene oder für ein Intro oder sowas gedacht ist, alles klar, dann viel Spaß mit dem Video. Aber bitte weint am Ende nicht rum, wenn es danach schlechter aussieht als vorher, okay? Gut. Als erstes brauchen wir natürlich einen Account bei Stream Elements. Also gehen wir auf die Seite und dann loggen wir uns ein mit, naja, mit der Plattform, mit der wir das im Endeffekt dann machen wollen. Ich nehme jetzt hier mal Twitch. Dann müssen wir uns natürlich noch mit unserem Twitch-Account einloggen und dann noch eine ganze Reihe an Sachen bestätigen. Könnt ihr alles machen, ist alles nichts Dramatisches, was da passiert. Danach kommen wir wahrscheinlich hier in diesem Dashboard raus. Wisst ihr nicht machen, könnt ihr alles skippen theoretisch. Und danach haben wir die Möglichkeit, oben rechts noch die Sprache zu ändern, wenn wir das denn wollen. Also stellen wir mal auf Deutsch. Es ist nicht alles übersetzt, insofern macht euch da jetzt nicht allzu viele Gedanken drum. Und dann gehen wir links zu Overlays Galerie, zu Widgets und danach haben wir hier Fanta Animated Backgrounds. Und da klicken wir drauf und sehen hier schon, ah okay, da ist so Wobble Wobble, sieht nice aus. Wir klicken auf Neues Overlay erstellen, fortsetzen, Name kann man eingeben, lassen wir jetzt so und dann gehen wir zu meinen Overlays. So, und hier dann zu bearbeiten. Und dann haben wir dieses Wobble Wobble schon, ja, überall quasi. Wenn wir dann links da draufklicken, haben wir bei Settings ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Und zwar gibt es hier erstmal verschiedene Effekttypen. Es gibt Waves, Birds, Fog und so weiter. Die schauen wir uns gleich alle mal an. Aber was ich jetzt erstmal einstellen will, ist die Farbe. Wir sehen, dass dieses Wobble Wobble Waves, dass das einfach nur eine Farbe ist. Ne? Also ich würde es jetzt einfach mal auf, ich stelle es mal auf schwarz. So, okay. Die nächste Farbe stellen wir mal auf, weiß ich nicht, auf so ein bisschen mehr Grau, oder? Nein, komm, wir nehmen eine andere Farbe. Wir nehmen krassere Farben. Wir nehmen Rot und Blau nehmen wir noch. Einfach nur, damit man die Änderungen gut nachvollziehen kann. Na, also bei Waves haben wir beispielsweise dieses Muster. Wir können dann die Geschwindigkeit noch einstellen. Ja, dann bewegt sich das ein bisschen langsamer oder schneller. Ja, kann man machen, wie man will. Shininess kann man einstellen. Da ist der Kontrast zwischen dem gewählten Farbton und dem helleren Farbton etwas krasser. Wenn man das weiter runterdreht, dann passiert bei 0 einfach quasi fast nichts mehr. Ja. Können die Wave-Höhe, also die Höhe der Wellen, können wir einstellen, wie krass wabbelt's. Wir können einen Blur-Effekt machen und das Ganze etwas verschwommen machen. Das kann für ein Intro zum Beispiel ganz nice sein. So, und was Spacing for Trunk-Effekt bewirkt, kann ich gar nicht sagen. Also ich sehe da eigentlich kaum einen Unterschied. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich kann da nichts zu sagen. Dann gibt es noch Birds. Das sieht dann so aus. Ja, also wenn man die Vögel jetzt mal ein bisschen langsamer fliegen lassen zum Beispiel. Wave Height, ja, ist jetzt halt in dem Fall natürlich komplett unsinnig. Ja, gibt Fog, das sieht eigentlich auch ganz nice aus. Wenn man da Speed noch ein bisschen schneller machen oder ein bisschen langsamer. Was passiert bei Shininess? Eigentlich nichts. Clouds haben wir. Globe. Gefällt mir jetzt irgendwie nicht so, sieht ein bisschen billig aus, aber ja, Geschmackssache. Nett, sieht so aus, kann auch ganz geil aussehen. Beispielsweise, wenn man das mit einem Weiß macht oder vielleicht so ein bisschen transparentes Weiß. Ja, sowas zum Beispiel könnte ich mir auch gut vorstellen. Fels,
Ja, wenn wir das nochmal in Rot machen, haben wir fast schon so einen kleinen Lava-Effekt im Trunk. Und jetzt klärt sich auch auf, was diese Funktion hier unten bedeutet. Und damit können wir dann so einen, so einen Baumringe-Effekt erzielen, wenn wir das wollen. Topology. Da passiert nichts. Irgendwie. Bei Dots haben wir, sich bewegende Punkte. Rings sind eben Ringe. Da kann man allerdings bei der Farbe nicht mehr ganz so viel einstellen. Also es basiert ein bisschen irgendwie darauf, was man hier eingestellt hat, aber ja, der Rest ist irgendwie gefühlt relativ random. Ja, muss man halt wissen. Kann man allerdings, wenn man das denn möchte, in OBS mit den Farbkorrekturfiltern noch ein bisschen was gegenregeln. Muss man ausprobieren, aber das nur als Hinweis. Und dann gibt es noch Halo. Finde ich persönlich auch relativ geil eigentlich. Kann man natürlich Geschwindigkeit noch anpassen. Bringt allerdings jetzt irgendwie nicht ganz so viel, habe ich das Gefühl. Ja, also die Regler sind ein bisschen schwierig einzuordnen, finde ich. Aber macht trotzdem ein bisschen was her. So, und wenn wir das Ganze jetzt einbinden wollen, dann drückt mal oben auf Speichern. Und dann auf das Kettensymbol. Danach gehen wir in OBS und wählen die gewünschte Szene aus, die wir haben wollen. Und drücken auf das Plus und fügen eine Browserquelle ein. Wir nennen das mal BG für Background. Fügen den Link hier ein und machen 1920x1080, weil das die Auflösung ist, die wir anfangs eingegeben haben. Dann drücken wir OK und schon erscheint das Ganze. Und jetzt könnte ich hingehen und hier drumherum quasi mein Overlay bauen. Beziehungsweise, falls ich schon eins habe, würde ich das natürlich als Hintergrundbild einfügen. Ja, also wir könnten jetzt hier einen Text einfügen und den jetzt zum Beispiel nennen, Stream startet gleich. Ja, ist jetzt natürlich nicht super geil, aber für den Start ist das auf jeden Fall eine nette Sache. So, und so einfach könnt ihr animierte Hintergründe in eurem Stream einbinden. Mit Sicherheit gibt es noch einige andere kreative Möglichkeiten, wie man das Ganze nutzen kann. Wenn man beispielsweise einfach nur einen animierten Rahmen daraus machen will, kann man zum Beispiel diese Hintergrundebene nutzen und einfach die Kamera entsprechend drüberlegen. Dadurch ergeben sich halt einige Möglichkeiten, wie man das Ganze nutzen kann. Ich bin auf eure kreativen Ideen gespannt und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und folgt mir auch auf den anderen Social-Media-Kanälen. Wir sehen uns dann, macht's gut, bis dann und ciao, ciao.